Jo, servus zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier von unserem Roadtrip. Wir gehen heute die wunderschöne Île de Ré anschauen. Und was wir heute noch alles erleben und wie unser Tag so wird, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Viel Spass! Aber bevor das Video losgeht, noch ein ganz kurzer Aufruf. Falls ihr cool findet, was ich hier auf diesem Kanal mache, abonniert doch sehr gerne meinen Kanal und lasst einen Daumen gegen oben da. Das würde meinem Kanal sehr helfen und so kann ich auch immer weiter wachsen. Merci vielmals und ich würde sagen, jetzt geht's richtig los. Und wir sehen hier auch unser Auto. So wie es aussieht, war die Nacht, glaube ich, gefroren gewesen, wo die Scheibe ist zu. Tja, das erste Mal Scheibenkratz auf dieser Reise. Und los. Also, auch wir zwei kommen in den Norden. Kramer, sie konnten heute Morgen zuerst mal Scheiben kratzen können. Und jetzt sind wir eben auf dem Weg. Und wir sind wirklich im hintersten französischen Krachen aus. Also hier kommen, glaube ich, nicht viele Touristen vorbei, habe ich so das Gefühl. Aber es ist noch schön. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr nördlich und hoffen, dass heute Abend ein Parkhaus hat, dann müssen wir nicht Scheiben kratzen am Morgen. Wenn wir in Frankreich sind, müssen wir auch Französisch können. Darum haben wir uns jetzt in den paar Tagen, als wir in Frankreich waren, diverse Begriffe angeeignet. Und zum Beispiel, wenn der Karre keine Batteriepuls mehr hat. Was macht man denn, Robin? Dann fragt man beim TCS nach Ponte, weil Le Pont ist ja die Brücke und Ponte ist Überbrücke. Also sehen wir, wir haben sehr kompetentes Französisch und wir werden sicher zu Frankreich mit allem klarkommen. So, den schlafen der Misch auf der Ranze! Scheint, als hätten wir Glück gehabt im Wetter. Es ist jetzt zwar ordentlich runtergelassen, aber heute ist wieder blauer Himmel. Angenehme 5 Grad draussen. Also, über das Wetter können wir uns bis jetzt eigentlich wirklich nicht beklagen. Ja, wir haben vorher noch darüber gerühmt, wie wunderschön das Wetter das sich da sei und wie es gestern die ganze geschifft hat. Ja, jetzt eine halbe Stunde später schifft es einfach. Und das ist grusig. Tja, jetzt warten wir mal im Karren, schauen, ob es besser wird. Und sonst werden wir auch ein bisschen nass. Also, liebe Leute, wie sie uns kennen, oder, wird der Mischa sehr gerne Geld wetten auf Sachen, die ich mache. Und er hat gemeint, er zahle mir 5 Stutz, wenn ich hier 20 Meter rauslaufe und wieder 20 Meter zurückkomme. Also, probieren wir doch das mal. Ist es eine Rutschung oder nicht? Wir werden es sehen. Und los. Ja, doch, das sind glaube ich 20 Meter und der Mischa hat wieder mal 5 Stutz verwettet. Tja. Und was uns aufgefallen ist, hier sind die Zeit auch ziemlich stark, weil gerade die Flut zurückkommt. Jetzt ist hier alles noch trocken, aber ich vermute, dass etwa in 5 Stunden man hier nur noch mit den Gummistiefeln durchlaufen kann. Ich muss übrigens an dieser Stelle noch meinem Vater danken, weil die nächsten 2 Tage, die ihr seht, ist alles, sind alles Ideen von meinem Vater. Merci vielmals an dieser Stelle.
Nein, ihr wisst jetzt, liebe Leute, wir haben jetzt gerade so gesagt, ja, das ist echt eine schöne Region hier, oder? Ah, so Flüssli und Wald und so, so Stress, oder? Wo man ein bisschen Auto fahren kann, oder? Dann schauen wir da so links zum Fenster und dann sehen wir einfach ein Wattdeutsch, der vorher einfach irgendwie Holz im Karren hat. Ich weiss nicht, wie es mit mir geschafft hat, auf so einer geraden Straße hier ein Auto hier über ein Bächli, über in den Wald zu fahren. Ido, willkommen in Hong Kai. Und so, du bleibst einfach hier. Das finde ich fortgeschraubt. Das, ja, das kannst du nicht machen. Was haben Sie wieder gesehen? Es hat schon wieder einen Hund auf der Autobahn gehabt. Ich weiss nicht, wieso es so viele Hunde auf der Autobahn sind. Jetzt fühle ich mich sehr viel ausgesetzt. Hey, die Franzosen. Habt ein bisschen Mitleid mit euren Haustieren. Wir in der Schweiz müssen ja am Tag mindestens Tagfahrlicht am Karren haben. Und wir fahren jetzt hier eigentlich die ganze Zeit mit Abblendlicht. Dann vergessen wir, dass ich sicher nicht einschalte. Aber wisst ihr, gibt es in Frankreich auch so etwas wie Lichtpflicht? Wir sehen nämlich noch viele Autos. Sogar die Polizei fährt hier ohne Licht um am Tag. Also gibt es hier echt auch Lichtpflicht oder ist das hier mehr optional, wenn man Lust hat? Man sagt ja, Männers Hosentaschen sind wie Frauens Handtaschen. Es kommen viele Sachen vor, die man gar nicht weiss, dass man sie noch drin hat. Zum Beispiel, ich bin auch gerade mal durch meine Hosentaschen durchgegangen. Und ich habe ein altes Panzerglas. Ja, das war mal ein Panzerglas fürs Handy gefunden. Und wenn irgendjemand noch Interesse hat an einem alten Panzerglas, bitte unten in die Kommentare schreiben, dann werde ich das hegen und pflegen und für 5 Stutz verkaufen. Ein Genfer! Schon wieder! Es hat wieder einen Genfer rausgelassen. Also, mir ist aufgefallen, dass in Frankreich anscheinend 2 Zonen von Staufahren gibt. Im Südosten kann man nicht Staufahren. Da wird einfach gemolkert und reingedrückt und nicht gut gefahren. Es wird auch niemand reingelassen. Aber jetzt hier, wo wir sind, so sagen wir mal, zentral bis Nordfrankreich, im Westen, da ist man eben Freundschaft, oder? Da lässt man die Leute rein, dann schaut man sogar, dann wird auch die Warnblinker angeschaltet, wenn man auf eine ständige Kolonne zufährt. Es wird wirklich noch etwas überlegt. Ich weiss nicht, wieso dass man das im Südosten nicht herbekommt, aber hier ist das geht im Stau sehr zivilisiert zu und her. Und schlussendlich sind wir jetzt hier im Hotel in Rennes angekommen. Ja, es ist ein bisschen weniger luxuriös als die Hotel, die wir bis jetzt hatten. Aber unsere Anforderungen, wie immer, es muss sauber sein, es muss einigermaßen brauchbares Internet haben. Und dann sind wir eigentlich schon recht zufrieden. Und morgen gehen wir an Omaha Beach und ein paar Denkmäler vom Zweiten Weltkrieg anschauen. Wer das Video nicht verpassen will, jetzt geht schnell den Kanal abonnieren und neben drauf das Glöckchen klicken, wo dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn das Video ist rausgekommen. Dann würde ich sagen, wäre es das für heute gewesen. Merci vielmals fürs Zuschauen. Salut zusammen.